Moin Leute, in ein paar Tagen soll es endlich in den Urlaub gehen. Und damit wir den Urlaub richtig genießen können, gibt es noch so ein paar Kleinigkeiten zu tun. Und um diese ganzen Urlaubsvorbereitungen geht es jetzt in diesem Video. Eine Sache, die ich im Innenraum verbessern möchte, ist hier der Kleiderschrank. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir da einfach nochmal zwei Regalbretter reinziehen, also für jedes Fach ein Regalbrett, damit man einfach mal so die kleinen Sachen wie Socken und Unterhosen oben hinlegen kann und nicht alles aufeinander liegt und unordentlich aussieht. Eine Sache, die ich noch machen möchte, ist hier die Stabilität von diesen Haken verbessern. Das hatten mir bereits auch einige von euch in die Kommentare geschrieben. Das Problem bei den Haken ist ja, dass sie nur in einer sehr dünnen Schicht GFK halten. Bis jetzt gab es da noch keine Probleme. Sie haben gehalten, auch bei leichten Offroad-Pisten. Allerdings ist das natürlich die Frage, wie lange das so gut geht. Und es wird auch ein paar mehr Offroad-Pisten geben in Schweden, denke ich. Und wenn die Haken im Urlaub rausreißen, wäre das ziemlich ärgerlich. Deswegen habe ich mir hier von dem Besenstiel ganz viele kleine runde Holzscheibchen abgeschnitten. Die werde ich an die Decke kleben und dort die Haken nochmal zusätzlich reindrehen. Das sind ein paar Millimeter mehr, wo das Gewinde der Haken hält, und das sollte passen, denke ich. Die Holzstücken sind jetzt angeklebt mit Sika 252, das habe ich noch übrig von den Airline-Schienen. Und dieser Kleber hält ziemlich viel aus. Schauen wir mal, wie gut die Magneten halten. Ich werde das jetzt erstmal ganz vorsichtig testen. Ich denke, das sollte selbst im Fall eines Crashes halten. Außerdem haben wir noch einen kleinen Spiegel an die Rückseite vom Schrank geklebt. Einfach damit man auch überhaupt mal einen Spiegel im Bus hat und nicht immer den Innenspiegel nutzen muss. Das ist vor allem für Nina praktisch, wenn sie sich ihre Kontaktlinsen einsetzt. Aber auch sonst kann es mal von Vorteil sein, einen Spiegel zu haben. Ich habe jetzt auch endlich meine Zweitbatterie ersetzt. Ich hatte letztes Jahr vor dem großen Schwedenurlaub ja schon mal die Batterie ersetzt. Damals habe ich mich für eine 100 Ampere-Stunden Bleisäurebatterie entschieden. Allerdings habe ich die erstens im Urlaub doch tiefenentladen, sodass sie danach nicht mehr ganz so fit war. Und zweitens wurde sie vor ein paar Wochen gekocht, weil sich mein Laderegler leider auf 24 Volt umgestellt hat. Der Grund dafür ist mir immer noch nicht bekannt. Deswegen habe ich mich jetzt für eine 140 Ampere-Stunden AGM-Batterie entschieden. Die habe ich durch Zufall entdeckt und Preis-Leistung scheint echt gut zu sein. Und ob die was taugt, das werde ich jetzt sehen. Da es in Schweden ja allgemein sehr viel Insekten gibt, die so rumfliegen, also Mücken und Bremsen, und wir schon von Daniel gewarnt wurden, dass selbst auf Rügen dieses Jahr schon sehr viele Mücken waren, möchten wir ein bisschen vorsorgen und ich möchte jetzt hier einfach nochmal ein Fliegennetz installieren. Es gibt auch fertige Fliegennetze zu kaufen, allerdings sind die arschteuer und von daher versuche ich mir selbst irgendwas zu basteln.
ich habe das Ding jetzt einfach mal aufgerollt und so ganz provisorisch mit Magneten hier oben befestigt. Mal gucken, ob das so funktioniert. Und ich bin ja allgemein mal gespannt, ob das Fliegengitter jetzt hier so gut funktionieren wird, wie ich mir das gedacht habe. Aber das werde ich sehen, wenn ich unterwegs bin. Und da wird sich auch zeigen, ob wir das Ding überhaupt brauchen oder nicht. Und entweder es gibt ziemlich viele Viecher, dann wird es wahrscheinlich die ganze Zeit ausgerollt sein. Oder es gibt fast gar keine, dann wird es die ganze Zeit aufgerollt sein und auch nicht stören. Ja, der Bus ist fertig gepackt. Es kann also ab in den Urlaub gehen. Und ja, es ist doch ziemlich voll geworden. Es ist aber noch ein bisschen Platz und es kommt auch noch ein bisschen was dazu, denn ich treffe Nina erst am Steinhuder Meer. Da treffen wir uns mit Freunden, aber sie fährt noch bei wem anders mit. Und das ist einfach sprittechnisch günstiger, deswegen treffen wir uns erst dort. Und da kommt dann der letzte Kram in den Bus. Und ich hoffe einfach, dass alles passt. Morgen geht es dann endlich los in den Urlaub. Morgens noch arbeiten und dann nachmittags geht's ab in den Urlaub. Und wenn ihr dieses Video hier seht, sind wir schon seit einiger Zeit unterwegs. Dann gurken wir schon durch Schweden. Und auch dazu wird es natürlich wieder Videos geben. Also ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn das so war, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, Leute. Tschüss.